Und bei dir? Ja, Sehr soweit. schön. Aha, wie alt bist du? 24, du? Ich bin 25. Und was tust du hier? Langeweile, nichts Wildes. Okay, also bisschen so mit Männern telefonieren oder ist egal. Ist eigentlich relativ egal. Aber hier sind nur Chaoten drin. Aha, stimmt schon. Das stimmt schon. Du bist woher? Ich bin aus Köln, wo bist du? Hallo? Hallo? Wie lange dauert es wohl, bis Spucke rauskommt? Alio, 2 Kilo Domates, 1 Kilo Ayran, 1 Kilo bu, 1 Kilo şu. Hallo? Ich bin jetzt so eine liebe süße Maus, die jeder haben möchte. Eine süße Maus, die sich erniedrigen lässt. Eine süße Maus, die kochen kann. Hallo? Du klingst auf jeden Fall so nach 28, 29. Nein, ich bin 22. Ich rede jetzt wie so eine Arrogante. Hallo? Hallo? Woher kommst du? Ich bin aus Köln, du? Aus München. München, Spaß. Hallo? Hallo? Hey, was geht, alles gut? Du kannst das irgendwie nicht. Was kann ich nicht? Oh mein Gott. Sie sagt, ich kann das nicht. Es hat mich hier so verletzt. Es hat mich so verletzt. Jetzt auf mich hier aufschauen. Hallo? Oder was ist los mit dir, Tina? Ich weiß es nicht. Mir geht's nicht gut. Mir geht's einfach nicht gut, Tinosch. Tinosch. Hallo? 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 Hi, was geht's? Nichts bei dir? Oh, nee. Frauen erkennen den Imposter. Hallo? Hi, was geht? Alles gut? Nichts bei dir. Oh, nichts, Langeweile. Woher? Ich komme Frankfurt, du. Woher? Frankfurt. Ach so. Du? Urgence. Oh, ja, was ist denn noch nicht zu Was? tun? Hm? Ha? Was gesagt? Nein, ich habe gefragt, wir kissen ja doch nichts. Warum? Wie, warum? Ich habe nur gefragt, ganz normale Frage. Frage. Habe ich ja gefragt. Hast du gefragt? Hast nicht Hast du verstanden. gefragt? Ich habe gefragt, wie alt du bist. Ja, schön. Ja. 24. Ach so. Doch. Ja, ich 22. Okay. Mhm. Schön. Ja, was machst du so? Nichts, ein bisschen im Bett Nicht. liegen. Und eine Nicht Serie liegen. schauen. Und du? Oh, und wie liegen? Das kannst du schon sagen, oder zu Spielfeld. Ja, es ging auch um Spielfeld, um Spielplatz und dann hatte Algen drum und so. Aber mehr auch nicht. Ja, bist du Schisslappen Kann man bei jetzt? dir auch Untertitel einstellen? Oder man versteht ja gar kein Wort, was du Ich redest. hab die gefunden. Danke. Black, danke.
Hallo? TikTok Sport, ich distanziere mich von diesen Aussagen, als er gesprochen hat. Okay. Hab ich lieb, kleines Mal. Mach mal das Plus weg und teilt jetzt schon mal Deckel. Hallo? Wow. Wollen wir nochmal? Wie in letzter Zeit immer. Bei InnerChat sind nur so eklige Menschen drin, ja. Ehrlich, so, ich habe keinen Bock mit so ekligen Menschen. Guck, ich gebe bei InnerChat so. Guckt jetzt. Chathouse 24. Willkommen im Chathouse 24. Oh. Hallo? Ja. Hi, was geht? Und alle sind im Auto. Ach, was soll. Alles super. Bei dir? Ach, ganz gut, danke schön. Woher kommst du? Ich komme aus Frankfurt und du? Ich bin aus Mannheim, echt? Tolga, danke! Valeria, wie heißt du? Ich bin der Kern. Schöner Name. Und wie alt? Ich bin 26. Und du? 22. Ah, schön, Valeria. Mhm. Ist auch ein schöner Name. Bist du Albanerin? Nein, ich bin keine Albanerin. Ich bin halb Türkin, halb Polin. Du? Ah, okay. Ich bin Kurde. Halb Kurde, halb Türke. Ah, schön. Schöne Mischung auf jeden Fall. Naja, bei dir auch eine schöne Mischung. Dankeschön. Ja, exotisch, aber. Ja, Valeria, so ist das. Und wer ist denn gerade neben dir? Ich bin alleine. Du? Ich bin auch alleine. Was machst du denn gerade? Tolga, danke, du süßen Mann. Ich bin im Auto und ich fahre jetzt gerade nach Hause. Ach so, man hört das auch, dass du im Auto bist. Was machst du so Schönes? Was ich jetzt gerade oder allgemein so mein Leben? Ach nein, ich will dich nur nicht heiraten, dass ich Frage ausfrage, was alles so machst. Was machst du gerade jetzt? Jetzt gerade nichts. Ich bin ein bisschen auf der Couch und guck Wohnzimmer. Du? Ja. Autofahren, ne? Das Karussell dreht. Hallo? Hanna, dankeschön. Wieso kommt man hier rein? Wie hobbylos muss man sein, nur um Menschen reden zu wollen? Hallo? Also, wie hilflos einfach. Ich habe keine Ahnung. So. Einfach so seine Zeit vielleicht einfach nur mit den Leuten trödeln. Und Tolga, Digga, verschwende deine Zeit doch nicht. Zeit ist kostbar. Tolga, danke, du siehst ja mal. Tolga, Bro, ich küsse deine Leute alle mal Tolga und dein Herz in den Chat. Tolga rastet hier aus. Das Karussell. Hallo? Hi, na? Wie geht's? Gut, danke. Wie geht's dir? Wenn's dir gut geht, geht's mir auch gut. Sehr schön. Woher kommst du? Auch im Auto. Berlin, und du? Ich bin auch aus Berlin, aber seit kurzem erst. Okay. Mhm, bist gerade im Auto? Und wo kommst du? Ja. Ah, okay. Was wolltest du fragen? Sorry, ich glaube, ich hätte dich unterbrochen. Kein Problem. Wo hast du davor gewohnt? Ich habe davor in NRW gewohnt. Köln, Ehrenfeld, sagt dir vielleicht was. Okay. Aha. Und jetzt in Berlin wo? Wedding. Ja, ist nicht die schönste Ecke. Ich wusste nicht, dass das hier so ist. Okay. Für seit wann bist du in Berlin? Seit 4 Monaten. 4 Monate. Sandra, du süße Maus, Dankeschön. Bist du jetzt für immer in Berlin oder? Ja, fürs erste Jahr. Ich mache hier so ein Heilpraktika-Schein und okay. Dann entscheide ich halt, ob ich hier bleibe oder nicht. Also je nach Lust und Laune, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Okay. Wie war nochmal dein Name? Valeria. Valeria. Mhm. Ein verdammt hübscher Name. Dankeschön. Du hast, wie hieß du nochmal? Sorry. Kein Problem, Ilias. Ilias, so ein sehr, sehr schöner Name. Danke dir auch, Valeria. Mhm. Und was suchst du hier drin, wenn ich dich jetzt einfach mal so ganz kurz frage? Ich
fragen dürfte. Also jetzt bin ich im Auto, damit es mir nicht so langweilig ist, bin ich hier reingegangen. Und damit du erstmal von deiner Frau ein bisschen Abstand hast. Ja, ich bin hier. Vielleicht könnte man jemanden kennenlernen oder so. Eine Freundin hatte mir den Chat gezeigt und ich kenne ja hier niemanden. Und da dachte ich mir, vielleicht lerne ich jemanden kennen oder so. Mhm. Ganz bestimmt. Aber bis jetzt, also ich bin jetzt seit fast 5 Minuten drin und bis jetzt kam noch kein guter... Ist ja noch nicht so lange. 5 Minuten ist ja nicht lange. Nee, ist auch nicht lange. Bestimmt. Ja, suchst du denn so ein Date für heute? Mir ist das eigentlich relativ. Eigentlich eher was Langfristiges im Sinne von jemanden kennenlernen. Vielleicht Tiger-mäßig, dass mir jemand halt so Berlin ein bisschen zeigt, denn ich kenne mich wirklich hier gar nicht aus. Das Einzige, was gerade so an meinem 7. Tag oder so schon direkt die Kacke abgegangen. Ich habe 2 Tasers, also 2 ältere Frauen, gesehen, wie sie mit einer Waffe rumgeschossen haben. Die eine hat sich ein Bein geschossen. What the fuck? Echt? Wow. Boah, ist echt krass. Also Berlin ist wirklich nicht ganz ohne, ne? Mhm. Also vor allem Wedding. Also dann habe ich halt da ein bisschen so, da war so ein türkischer Kiosk oder arabisch, weiß ich nicht. Und da habe ich gefragt, da kaufe ich manchmal mein Obst und Gemüse ein. Und da habe ich mal gefragt, so, ist das hier normal, so, dass hier immer so voll viel los ist? Und er meint, ja, du hast die schönste Ecke gefunden, um zu wohnen. Ah, okay. Ja. Weil dein Lachen ist so wunderschön. Ey, du lachst auch voll süß, ja. Dein Lachen bringt mich zum Lachen. Dann haben wir ja was Gemeinsames. Ich lach gerne. Ich auch. Hör auf zu lachen, sonst muss ich lachen. Valeria, ich will dich nicht weiterhin aufhalten, weil du willst ja jemanden kennenlernen. Ja, willst du jemanden kennenlernen oder bist du hier drin nur zum Reden oder? Nee, ich suche nur jemanden für Reden und da du jemanden kennenlernen willst, will ich dich jetzt nicht so irgendwie blockieren, dann vergeht die Zeit und das ist sinnlos für dich. Schade, kann man dich denn gar nicht kennenlernen so? Nee, ich bin hier einfach so, um Langeweile zu vertreiben. Alles klar, okay, dann grüß deine Frau von mir, ja? Mach ich. Und Kinder auch. Okay, dann wünsche ich dir was. Ciao. Bye, bye. Das Karussell dreht. Hi, na, ist gut? Das Karussell dreht sich bereits. Wir werden... Hallo? Was geht? Nichts und bei dir? Alles gut. Nicht, ich bin gerade auf der Couch und gucke Wrestling. Und du? Wrestling? Mhm, WWE von damals, immer früher geguckt und heute läuft es auf Kika. Wie krank bist du denn? Hm? Wie krank bist du denn? Warum bin ich krank? Einfach nur Wrestling gucken. Ja, ich habe das früher geliebt. Früher ist man immer lange wach geblieben, um immer zu gucken und so. Wer heißt du? Mein Name ist Valeria. Wie heißt du? Yusuf, schöner Name. Ist dein Mikrofon vielleicht ein bisschen beschädigt oder weil man hört dich nicht so richtig gut? Ja, ich bin nebenbei auf TikTok. Nochmal? Ich dachte, ich bin nebenbei auf TikTok. Muss ja auch was dran. Ach so, deswegen, dann höre ich dich nicht so gut oder was? Hörst du mich jetzt besser? Jetzt höre ich dich tatsächlich ein bisschen besser. Guck mal, kommst du? Ich bin aus Berlin seit 4 Monaten. Du? Sandra. Wo hast du vorher gelebt? In Köln, Sandra. Aber wo denn da? In Ehrenfeld. Also ich gehe noch immer so dahin am Wochenende und so, aber... Ja, aber ich komme aus Köln. Echt? Ich bin jedes Wochenende da und besuche da meine Eltern noch. Na echt? Mhm. Köln kann man nicht verlassen, ne? Köln bleibt immer im Herzen. Ich bin auch nicht lange hier. Ich bleibe, glaube ich, nur noch so... 17, 18 Jahre hier, dann ziehe ich wieder um. Was machst du denn?
Ich mache hier so ein Seminar. Was für ein Seminar? Um Lippen aufzuspritzen und ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Hyaluronswesens, unsere Stärken liegt in der Natur. Ja, so sagt nichts, aber das mit den Lippen, das macht drin, das wünscht jede Frau. Und genau, das macht jede Frau. Und das gefällt auch jedem Mann irgendwie, ne? Lippen und Wimpern und so. Kühl- und gegengestützt lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen, aber ja. Okay, ich bin 22, du? Oh, ich bin 29. Oh ja, je älter die Frucht, desto süßer der Saft, oder? Du weißt nicht, das musst du urteilen. Das ist mein Lebensmotto geworden, tatsächlich. Okay. Genau, ich habe das mal neben meinem Vater selbst zusammengeschlagen. Woher kommst du sonst so? Also, was bist du für ein Landsmensch? Das habe ich mal neben meinem Opa und meinem Vater gesagt. Und dann war Schicht im Schacht. Dann ist so ein Tockert geflogen. Ich bin mit dem Band 1 geworden. Was bist du für eine Landsfrau? Ich bin halb Spinat und halb Türkin. Du? Halb Spanierin? Na, halb Spinat und halb Türkin. Was ist Spinat? Spanierin. Spinat. Achso, nein, Spanierin. Was bist du? Finanzmann. Du verarschst mich gerade. Wo? Ich hab doch gesagt Spanierin und Halbtürke. Frag mich auf was auf Spanisch, frag mich was auf Türkisch. Ich kann es dir direkt übersetzen. Wieso, was bist du, Finanzmann? Ich bin Araber. Araber? Okay, Arabisch kann ich nicht, aber hier sind voll viele Araber. Ja, echt? Mhm. Also in Berlin. Ja, frag mich und ich erzähl's dir. Wie sieht's aus? Boah, man hört dich total schlecht, ey. Wie sagst du, wie siehst du aus? Ich habe blaue Augen, braune Haare, bin 1,73 groß, kurvig. Kurvig? Mhm. Schön. Und du? Ja, ich bin 1,76 groß. Mhm. Das ist ja normal gebaut. Mhm. So, Handart. Halbbart? Ja, so 2-3 Millimeter. Ach so, okay, sauschön. Also, das steht euch Männern am meisten, finde ich. Ich weiß, dass es der Natural ist. Was? Man hört dich total schlecht. Warte mal kurz. Ich glaube, da musst du nichts in dein Handy ändern, sondern eher an deiner Stimme. Du musst ein bisschen lauter reden, glaube ich nur. Okay. Okay, jetzt ist perfekt so. Okay. Das Husten ist lauter als deine Stimme. Okay, gut. Wo waren wir? Bier! Dankeschön! Bier und ein Herz, Leute. Frag, was du wissen willst. Und, ja. Hast du Freunde? Nein, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier, oder? Warum nicht? Hast du eine Freundin? Nee. Okay. Warum hast du keinen Freund? Ja. Ich werde immer verarscht, leider. Wieso? Ich weiß nicht. Also, das ist halt immer so. Ich habe einen Freund, das läuft dann immer so ein Jahr gut und dann schwubbiwubbiwabwab, wubdab, da, 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 und schwubbdiwub ist er schon weg und macht sich ja dann anderes Mädchen ran. Vielleicht bist du naiv. Ja, naiv bin ich auf jeden Fall irgendwo, ne? Aber okay. Wenn ich merke, dass mein Freund da eine andere Frau anmacht, dann mache ich auch Schluss. Also ich lasse mich ja nicht verarschen, also wenn ich das sehe. Okay. Warum hast du keine Freundin? Keine Ahnung, ich bin nur am Arbeiten im Moment. Echt, was arbeitest du? Echt? Hm. Okay. Was machst du? Außer ich bin Kosmetikerin. Echt? Mhm. Ich habe gehört, Kosmetikerin kann sich in 12 verschiedenen Menschen umwandeln. Na, stimmt. Echt? Das stimmt. Oh, guck mal, jetzt bin ich ein Mann. Jetzt bin ich Erik Cartman. Siehst du? Ja, es ist halt auch schon wirklich. Ja. Also, wir Kosmetikerinnen haben es wirklich drauf. Krass. Patrick! Ja, Karo.
Hallo? Jemand meint, du sollst dich endlich outen. Ich stehe auf Männer. Auf jeden Fall nicht. Ich bin nicht schwul oder sonst was. Ich bin zu 100%. Ich stehe auf Frauen, Lan. Es wird niemals in Frage kommen können, dass ich auf Männer stehe, außer auf Nadine. Nein, Spaß, Leute. Ich bin 100%. Hey du. Und yes. Hallo SpongeBob, ich bin's Patrick. Kann man das machen? Das ist ein Programm, das nennt sich Catch My Eye, I My Catch. Nein, Spaß, was, das ist meine Stimme. Hallo? Chathaus24. Willkommen, Chathaus24. Du befindest dich im Hauptmenü. Nein, Spaß, ich stehe auf gar keinen Mann. Ich bin Sexy Lexi. Astagfirullah, ich sag, ich stehe auf Männer. Töbe, töbe, ja. Allah im Lütfen auf wird belohnt. Ich glaube, dieser Typ hat sich gar nicht gemeldet. Ich glaube, der Typ ist wieder eingedingst. Eingeschlafen. Alles wegen Baran. Baran hat uns auseinandergenommen. Du bist so lustig, küsse her. Ich krieg diese Frage so oft gestellt, ob ich schwul bin. Mir schreiben auch sehr, sehr viele Transen, fragen, ob ich ihnen diese Stimme beibringen kann. Leute, ich bin nicht schwul. Mich kann man nicht buchen. Ich stehe auf Frauen. Lass mich in Ruhe, bitte. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Chathaus24. Hallo? Was ist mit Udo? Weiß ich nicht. Udo geht nicht ran. Wir können Udo mal anrufen. Warte, ich rufe ihn mal an. Der wird aber nicht rangehen. Aber ich bin eine Frau. Ich bin keine Frau. Ich bin ein Mann. Willst du wieder mal abwaschen? Wieso abwaschen? Hat er was abgewaschen oder was? Warum? Zigarreböhre. Leid mal ehrlich, Digga. Hat einer das nachgemacht, diese Zigarreböhre, das ich gemacht habe? Sag mal ehrlich. Hä? Hat's geschmeckt? Seid ehrlich. Hat's geschmeckt oder nicht? Hat's geschmeckt oder nicht? Ja, ja. Ja, war okay. Ja, war geil. War stark. Es war bombastisch. Bruder, du sollst um 5 Gänge mit dir gemacht. Diese Zigarre, das hat selbst meine Oma zu weit gebracht. Bestimmt, Blatt. 6,5 von 10. Und ich werde ich aber noch machen. Ihr müsst das, tut mir einen Gefallen und lässt das mal bitte kalt werden. Also, oder außer ihr mögt es warm. Ich mache das schon seit 20 Jahren. Melly, du warst seit 20 Jahren, verdammte Scheiße. Wie alt bist du? Ich dachte, du wärst immer 19. Chathaus24. Ich möchte es auch probieren. Willkommen, Chathaus24. Du befindest dich im Hauptmenü von Chathaus24. Das Rezept, du brauchst nicht viel. Verrate ich nicht. Steht euch nur noch das Karussell unter der man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Du befindest dich im Hauptmenü von Chathaus. Hallo? Amelie Maus ist auch schon sehr lange dabei.
Du bist auch sehr, sehr lang dabei. Wollen wir das nächste Mal einen Kost? Guck mal, ich mache jetzt den nächsten Koststream und wir werden da wirklich Gözleme machen. Gözleme, ihr wisst Bescheid, was Gözleme ist. Gözleme ist. Das, was Gözleme wird, was das ist drin, was Gözleme ist, okay? Bei 1 Million Likes innerhalb von 2 Minuten werde ich einen 300-Stunden-Stream machen. Ich werde, wenn ihr schafft, in 5 Minuten die 1 Million Likes zu machen, werde ich einen 24-Stunden-Stream machen. Nein, das ist Spaß. Das ist Spaß. Das ist Spaß. Ich hab Angst vor euch. Ich hab Angst vor euch. Ich hab Angst vor euch. Hört auf, das war das Schwarz. Schon wieder? 1 Million in 5 Minuten. Das ist wirklich machbar bei diesen Zuschaueranzahlen. Guck mal, ich will die hochsteigen, Digga. Guck mal hier. Ah, jetzt lag dir, ne? Wieso lag dir nicht, aber weil ich mich mögt? Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder Berliner Chat einmal rein. Chathaus 24. Und wir versuchen. Willkommen im Chathaus 24. Im Hauptmenü von Chathaus 24. Ich werde behindert, Digga. Ich muss auch. Das Karussell dreht sich bereits. Wir. Hallo? Alles klar? Ja, und bei dir? Was? Wie war? Ich verstehe meine Stimme noch gar nicht. Okay, gut. Was machst du? Nichts, ich bin ein bisschen auf der Couch, schau eine Serie, du? Nix, ich bin am Sitzen. Oh, okay, und jetzt? Ich bin aus Berlin, du? Shelia! Danke, Shelia, warte, meine Katze. Ich bin aus Berlin seit 4 Monaten, du? Okay, hast du deine Mutter mitgebracht, damit sie gut durchschrauben kann hier? Nee, aber deine Tante, deine Schwester, deine dritte Schwester und die andere Schwester habe ich mitgenommen. Dieser Spalt, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Alles sarkastisch vorgemeint. Allah muni talafet. Ich habe so trockene Haut bekommen im Gesicht, das ist nicht normal. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Chathaus 24. Okay, Digga, ich bin jetzt der coolste Mensch auf dieser Welt, okay? Willkommen, Chathaus 24. Warum drehe ich immer so durch? Ich habe keinen Bock mehr. Warum drehe ich so durch? Ich bleib jetzt normal, Digga. Das ist doch nicht mal lustig. Let's get up! Hallo? Hallo? Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten. Das Karussell dreht sich bereits. Wir werden dir den nächsten freien Platz zuweisen. Sehr einfach wie Monat. Schau, ich habe meine Brotdose zu Hause vergessen. Ey, danke schön, du siehst los. Hallo? Wow, was für eine schöne Stimme. Ah, danke schön, du hast auch eine sehr attraktive Stimme. Woher kommst du? Ja, ich komme wohne in Deutschland. Du wohnst in Deutschland? Okay. Aus Berlin. Und du? Seit 4 Monaten wohne ich tatsächlich auch hier. Ja, in Berlin? Okay. Okay. Wo hier sonst? Wo hast du sonst gewohnt? Davon Köln. Marianne, danke schön! Bam! Dankeschön. Ja, in Köln aber. Wo hast du gewohnt? In Köln. Köln. Da hab ich auch mal gewohnt. Du hast auch in Köln gewohnt. Ach, laber nicht. Jetzt verarschst du mich, glaube ich. Ja. Ich hab genau in der Gummersbacher Straße gewohnt. Was redest genau du? Gegenüber Rossmann? Kennst du, wo Fabiano war? Ist Fabiano, der gibt es lange nicht mehr. Ja, du weißt es. Gibt's ja. Du weißt so, Alex, diese Lahn da, Alex. Ja, weißt, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wen du meinst. Ja, da hab ich Fabiano meinst du, ja. Ganz genau. Krass, heftig, Alter. Ich wohne in Ehrenfeld. Ehrenfeld? Ist auch nicht so weit von mir. Das ist echt nicht so. Boah, ist das denn so. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Wo wohnst du in Berlin? In Berlin? Also, in Berlin wohne ich in Schöneberg. Okay. Und du?
Ich komme aus Wedding. Ich habe nicht so eine schöne Ecke erwischt. Wedding, okay. Ja, ich bereue das. Ich wusste nicht, dass das hier so asozial ist und so. Juli. Boah, voll die asozial. Guck mal, ich wohne hier 4 Monaten hier, ne? Und ich kann alleine nicht raus. Wirklich? Ist Wedding so schlimm? Wedding ist echt schlimm, also ich kenne mich zwar hier nirgends zu Hause, aber ich war in der türkischen Laden, so ich wollte so Obst und Gemüse kaufen, weißt du? Und ich sehe, da streiten sich so 2 ältere Damen und die eine zieht eine Wumme einfach und so richtig, so und schießt der andere ins Bein und die sind da, also wie krass ist Berlin bitte? Das sind ein bisschen Bauern hier. Ah, das ist echt krass, Alter, ich habe so Angst, der Mann sagt so, das ist gang und gäbe hier und ich so, hä, was? Und danach, man wird immer so, aber das, also in Köln war das nie so extrem. Autos halten an, fragen, hey, hast du Bock mitzukommen? Das ist so übertrieben. Ja, okay, also Köln zum Beispiel sind freundliche Leute, ja, wenn du Hohenstorfer hingehst und so. Ja, Berliner haben die auch so diese aggressive Gesichter, du musst ja manchmal so sehen. Mhm. Ich weiß es nicht, ein paar Mal bin ich ja U-Bahn gefahren, ich war ja sonst Auto. Aber in der U-Bahn, wenn ich so sitze und die Gesichter angucken, da denke ich mal, das ist eine echte Story, was mir passiert ist. Ich war mal in Berlin, ne? Da ist ein Mann vorbeigegangen, der hat aber nach Kacke gerochen. Okay. Er hat einfach nach Scheiße gerochen. Er hat so eine Plage mit sich gezogen, als ob er die Scheiße mit sich gezogen hätte oder was auch immer, ey. Aber ich glaube, da war auch obdachlos, ja, ich nehme es zu. Ja, also, das heißt, du bist ist gar nicht so glücklich in Berlin. Allah im Lütfen auf Hippen. Nochmal? Ja, ich bin auch da. Ich meinte, du bist ja gar nicht so glücklich in Berlin. Nein, ich kenne hier auch niemanden. Das ist einfach das große Problem, glaube ich. Ja, aber du wohnst seit 10 Monaten hier. Ich verstehe nicht, warum bist du so hier gezogen? Ohne Grund? Medien, danke. Ich mache meinen Heilpraktiker hier. Ach so, wirklich? Es gibt so gute Schulen für Heilpraktiker? Ja, gibt es. Ich dachte, die meisten gehen in Schweiz. Oder ja, gibt es auch, aber nee, Schweiz, also das ist ja nicht mehr deutsche Certification. In Deutschland gibt es. Oh, Heilpraktiker. Okay. Ich bin aber auch erst seit 4 Monaten hier, ne? Okay, Heilpraktiker. Auch nicht schlecht. Mhm. Und macht ihr das, also das bedeutet, du machst eine Ausbildung hier, dann haust du ab? Ich mache meine Ausbildung und dann werde ich sehr wahrscheinlich abhauen, ja. Ja, na klar. Also es kann auch sein, dass ich in Berlin bleibe, so, wenn ich jetzt sagen wir mal so. Also es geht ja 1,5 Jahre so, ne? Und wenn ich mich verliebe oder so, dann kann es sein, dass ich dann doch hier bleibe. Verliebe? Ja, stell mir vor, es kommt jemand, in dem ich mich verliebe. In Berlin? Kann ja sein, mhm. Also du redest, ja, ist so, keine Ahnung. Warum lachst du? In Berlin? Ja, ey, die Leute in Berlin sind so schrott. Was willst du denn da verlieben? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es kann sein, dass man sich hier auch mal verliebt. Vielleicht finde ich ja den. Ja, aber Berlin ist der Stadt der Single. Weißt du, wie viele Single hier in Berlin gibt? Oh, nochmal? In Berlin gibt es mehr Single als sonst irgendwo in Deutschland. Echt? Dann kennst du Hamburg nicht. Ah, Hamburg. Natürlich kenne ich Hamburg. Altona, Hängebrücke. Reepy, verdammte Scheiße. Ich habe meinen Vater da gesehen, nein, Spaß, also das ist halt... Okay, ich habe eine krasse Story, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Und zwar, ich war in Reeperbahn, also wir haben ja auch Familie in Hamburg. Oder willst du das überhaupt hören? Ja, erzähl, man kann gut quatschen. Komm, erzähl. Ich höre gerne zu. Okay, guck mal, wir waren in Hamburg, ne? Meine Tante wohnt da, meine Cousine und so, und mein Vater und der Mann von meiner Tante sind dann rausgegangen und meinten, ja, wir gehen so ein bisschen halt irgendwo hin, Kaffee oder so. Und ich und meine Cousine sind dann halt Reeperbahn gegangen und wir wollten einfach nur durchgehen, ne? Und ich guck, da ist so, es gibt halt da gewisse Stellen, wo man halt für Geld was bekam. Und da war Haus auf,
ich will das Wort nicht sagen, und da habe ich an der Schlange meinen Vater gesehen. Mit dem Freund. Die haben sich angestellt und haben dort gewartet. Ach du Scheiße. Ey, die haben einfach da gewartet, verdammte Scheiße. Das ist so eine Gina, so eine Volltätowierte, hat die Tür aufgemacht, hat die beiden mitgenommen, ne? Schock des Grauens. Eieiei, dein Vater ist aber auch nicht ohne, ne? Mein Vater so, ich weiß nicht, also, ich hab das meiner Mutter erzählt, aber meine Mutter hat es einfach gar nicht gejuckt. Ach so, sind, oh cool, also sind wir ein bisschen so open Beziehung, ja? Nein, nein, also meine Mutter hat mir nicht geglaubt, dann habe ich ein Foto geschickt und dann hat sie es schon geglaubt, und nach einer Zeit ist meinem Vater, meiner Mutter schon mal fremdgegangen, und dann hat sie das aber doch mitbekommen, dass sie den haben sie auch getrennt jetzt. Ach so, die sind jetzt getrennt, endgültig. Okay. Ja, schon länger, schon länger. Und du warst sozusagen schuld dran? Nein, als ich ihr das gezeigt habe, haben sie sich noch nicht getrennt. Na, danach ist noch was passiert. Er ist halt, mein Opa hat eine gute Freundin. Und aha, die Schwester von ihrem Kind hatte was mit meinem Dad. Warte mal. Die Schwester von ihrem Kind hatte was mit... Okay. Erzähl weiter. Ja, erzähl weiter, das ist interessant. Was lachst du? Hey. Sag mal, deine Familie ist ja schlimmer als El Bundy. Ey, das ist so viel passiert in der Familie, du, das kann ich dir nicht alles erzählen. Ey. Das ist ja toll, da gibt es ja bei dir keine Ausnahme mehr. Ah, ich habe echt viel erlebt, Alter. Ich habe echt sehr, sehr viel erlebt. Also. Ist dein Glück, dass du doch normal bist im Kopf? Ja, mein Ex-Freund ist mir auch fremdgegangen. Also ich glaube, das liegt in der Familie, dass uns fremdgegangen wird, irgendwie. Nee, meins ist ja fremdgegangen. Mehr von meiner Mutter. Ich bin ja halb Türkin und halb Polen, ne? Ja, okay. Okay, du bist halb Türkin. Und, ja. Und mit wem ist dein Ex-Freund fremdgegangen? Mit jemandem aus, ich weiß nicht, ob du... Nicht einer aus deiner Familie? Nicht mit jemandem aus der Familie. Ich war im Urlaub mit meiner Mutter. Wir sind nach Türkei geflogen, weil sie wollte ihre Zähne dort machen, ne? Ja. Und dann bin ich halt mitgeflogen, und in der Zeit habe ich dann halt von einem Bekannten von mir eine Nachricht bekommen, dass in einem Club mein Freund gesichtet wurde, und da hat er mir dann halt Videos geschickt, Fotos geschickt, wo die rumgeleckt haben. Und die waren wohl auch so ein bisschen länger auf Toilette, und dann habe ich mir schon gedacht, was passiert ist. Dann habe ich ihn verlassen. Also. Mein Gott. Also du hattest kein Glück gehabt. Das war in Köln, oder war das in Berlin? Das war in Köln, nicht in Berlin. Berlin bin ich seit 4 Monaten. Ja, okay. Also das war in Köln. Das war aber in Köln ist so ganz... In Köln finde ich zum Beispiel ist es ganz normal, dass die Leute da fremd gehen. Also ja, ich finde, das sollte man auch akzeptieren, ne? Du Dussel, also das ist doch nicht normal, dass man fremd geht. Es ist nicht normal, dass er fremd geht, aber normalerweise, ich meine, was ist das für ein Typ? Du musst ihn kennen. Ist das so einer, der... Ja, wir waren lange zusammen, soll ich das wissen? Nein, also er hat mir voll die Liebe vorgespielt, er hat mir ein Geschenk gemacht, er hat mir selbst einen Heiratsantrag fast geplant. So, keine Ahnung, und dass er dann an der... Keine Ahnung, also was da abgeht, also total asozial, finde ich. Eieieiei. Das habe ich traurig gemacht. Boah, ich war wirklich locker ein halbes Jahr, also down, ne? Ja, und wie lange ist das hier mit deinem Freund? 1,5 Jahre. Das ist schon vergessen, oder? Das ist schon eine lange Geschichte. Also, ich bin auch kein nachtragender Mensch. Ja, na klar, und bestimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass zwischenzeitlich das überhaupt bestimmt mal angemeldet kennengelernt oder nicht. Nochmal? Bestimmt in der Zeit hast du bestimmt andere Jungs kennengelernt. Tatsächlich nicht. Also jetzt fange ich langsam so wieder an, ein paar Leute zu daten und kennenzulernen. So seit 3-4 Monaten. Mhm. Seitdem ich in Berlin bin, versuche ich jetzt so ein bisschen, ein paar Connections zu verknüpfen, aber funktioniert irgendwie nicht. Also die wollen halt leider immer nur das eine, und ich sag so, hey, hör mal zu.
Du bist nicht mein Freund, ich würde niemals in der Kellernphase direkt, außer du bist ein besonderer Mensch, direkt sagen, hey, das offene Tagebuch ist offen, der passende Schlüssel ist bereitgestellt, ich möchte gerne, dass du das Schloss knackst. Oder was auch immer, weißt du. Und ja. Verstehe. Das heißt, du willst hier erobert werden. Und dass ich möchte gerne erobert. Ich möchte gerne, dass mein Herz erobert wird. Tatsächlich. Warum lachst du die ganze Zeit, du blöd Mann? Nein, ich finde dich witzig. Ist so halt. Du bist so strange, eigenartig und deine Familie ist auch so voll komisch. Aber ist voll lustig. Ich weiß nicht, ob du lügst, aber das ist immer so ein Drama daraus. Woher kommt das? Woher? Woher kommt das alles? Ja, meine Mutter ist auch richtig crazy drauf, also sie versucht immer Backflips zu machen. Okay. Ja, das ist, du musst dir so verstehen, jedes Mal, wenn wir Familienfeier haben, macht sie immer so diesen Rückwärtssalto. Aha. Sie kann das, seitdem sie 19, 20 ist und, boah, wir haben damals Sportunterricht gehabt, in der 4. und 5. Klasse und sie kam da einmal hin und hat das einmal vorgemacht und... jetzt fast ihr Genick gebrochen. Sie hat die Schraube gemacht. Oh Mann, du bist echt witzig. Hast du mal überlegt, in Comedy zu gehen? Nein, also ich erzähle doch einfach nur Geschichten. Also ich würde mal, als nur ein Beispiel, du kannst gut Geschichte erzählen. Also, wenn ich du mir... Warte, du willst sagen, dass es Geschichten sind, oder meinst du jetzt auf denen, dass ich viel zu erzählen habe? Verarsche dich nicht, das ist echt passiert. Ja, ich weiß, aber kann man das nicht so daraus so eine Nachtologie machen, so halt so... Nachtologie? Ne? Was so, ist Nachtologie, Lang? Mann, du weißt schon, so ein bisschen Comedy, irgendwann kommt. Also ich finde das ja traurig. Also soll ich da rumlachen und sagen, ha, mein Freund ist mir fremdgegangen oder was? Haha, mein Vater ist meine Mutter fremdgegangen. Nein, das nicht. Aber manche. Aber du weißt, auf jeden Fall, die Storys sind bühnenreich. Also es gefällt mir. Also es ist echt witzig. Ich will zu deiner Show kommen. Okay, also bist du so ein schadenfröhlicher Mensch oder was? Nein, Mann, bin ich nicht, aber... Das ist böse von dir, das finde ich jetzt ein bisschen blöd von dir, tatsächlich. Nein, Entschuldigung, aber ich finde deine Story echt witzig. Und es ist natürlich, wenn das wirklich so mit deinem Vater und deiner Mutter und dass dein Freund von dir fremdgegangen ist und dass du so viel Scheiße erlebt hast, es tut mir leid, echt. Also das ist, ja. Aber ich denke mal, so ein Mädchen wie du findest immer jemanden. Naja, man muss halt nur den richtigen finden. Na, eigentlich habe ich auch aufgegeben zu suchen. Also, ich habe eine Zeit wirklich. Nein, so nicht aufgeben. Du bist zum Beispiel ein Mädchen, man muss deinen Kopf gewinnen. Du hast eine sehr komplexe Denkweise. Weißt du, was ich meine? So, du bist wie das Wetter. Heute bist du so und sehr verwechselbar. Okay. Deshalb meinte ich ja. Es ist halt nicht einfach so. Der Typ, der dein Herz gewinnt, muss deinen Kopf gewinnen. Und wenn ihr deinen Kopf gewonnen hat, gewinnt ihr automatisch dein Herz. Hm? Wenn ich jetzt ein bisschen am Weinen bin oder total sad, aber es ist halt... Guck mal, ich bin so ein Mensch. Du bist am Weinen? Ja, sorry, das ist halt... Du bist am Weinen? Ja, hör jetzt auf, okay. Ich habe echt so viel, also was Familie angeht, richtig Pech gehabt. Dann was die Liebe angeht, Pech gehabt. Aha. Was Arbeit angeht, habe ich auch sehr Pech damals gehabt. Ich habe einen Chef gehabt, der... Ja, aber du machst so eine Praktika-Ausbildung. Irgendwann eines Tages hast du deine eigene Praxis. Ja, hör mal zu. Das ist das, der Weg dahin. Ich habe einen Chef gehabt, der hat mich so erniedrigt und... stand dann ganz halt auf mich und hat mich zu lassen, Sachen gezwungen, die ich nicht machen wollte. Er sagt zu mir, geh die Seite von A bis Z drucken. Ich sag ihm, ich möchte nicht. Dann sagt er ja, dann kannst du aufstehen. Ey, 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 ey.
Ja, und ja, du bist aufgestanden und bist so gegangen, oder was? Ja, so nach 1,5 Jahren Ausbildung, ich war ja davor Bankkauffrau, bin ich aufgestanden und gesagt... Ja, und was war der Bank los? Ja, der Chef, der war ganz... Er stand auf mich. Guck, ich rede jetzt ganz offen mit dir, okay? Ja, okay, der Chef stand und dich und der Mama ist nicht bei der Betriebsstelle, hat ihn angezeigt? Was? Warum hast du nicht bei der Betriebsrat, wenn du ein Auszubildender bist? Betriebsrat? Ja, in einer Firma. Ja, hör mal zu, das ist jetzt gar nicht ganz Team. Ja, er war Volksbankchef von ganz, ganz weit oben, was soll ich da anzeigen? Er war der Betriebsrat gefühlt. Also, es hat so angefangen, dass ich habe meinen ersten Tag gehabt, ne? Mhm. Und das hat halt alles ganz leicht angefangen. War er verheiratet? Ja, war er. Okay, er hat doch Kinder gehabt und ein adoptiertes Kind von Afrika. Machongo hieß er. Wieso lachst du? Nix. Hör auf zu lachen, ich finde das nicht lustig. Nein, ich meine jetzt also Machongo, nicht Banana Joe. Okay, verstehe. Okay, das war jetzt nicht lustig. Also sowas, ganz kurz. Ja, nein, ist alles gut. Also jetzt. Auf jeden Fall. Es hat so angefangen, dass ich meinen ersten Tag hatte und er hat mich so ein bisschen eingeweiht. Er war halt auch so der Mentor von mir. Und wir waren halt so am Computer und er kam so richtig nah ran an mir und hat mein Bein angefasst und meinte, dass ich eine sehr, sehr schöne Zeit haben könnte und dass ich eine sehr schöne Zeit haben werde mit ihm als Mentor. Und boah, er stank aus dem Mund wie einfach verrottetes Fleisch, Knochen und Metall. Also, der hat so einen Mundgeruch gehabt. Ne? Ich habe gar nicht zugehört, was er geredet hat. Also, boah, sein Mund stank nach Pastrma und Jujuk und Sujuk und was auch immer alles, also boah. Okay. Stand das nach Grotte. Und dann hast du nach ein paar Wochen hast du dann wieder gekündigt. Nein, ich habe nicht ein paar Wochen, nach 1,5 Jahren. Also irgendwann war es okay, so er hat mein Bein gestreichelt und irgendwann hat er mein Bein gekrault. Irgendwann haben wir. Warum hast du das nicht gefilmt? Nein, irgendwann haben wir Zeichenmännchen gespielt. Er hat auf meinen Rücken was geschrieben. Ich habe auf seinen Rücken was geschrieben. Er musste das erraten und das war ganz komisch. Also ich habe nicht wirklich gearbeitet. Er sagt so, hey Valeria, wollen wir wieder Strichmännchen zeichnen spielen? Und er dreht seinen Rücken und sagt, zeichne mir mal was hin. Dann drehe ich mich. Aber es war echt unangenehm. Also das Krasseste war, als er mich zum Grillen eingeladen hat. Susila so. Er meinte, hey, wir grillen, also mit dem ganzen Betrieb und so. Und komm bitte um 18 Uhr am bla 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 bla. Das war letztes Jahr irgendwann. Nee, das war gar nicht für letztes Jahr, warte, wie lange ist das her? Doch, das war, glaube ich, Anfang Februar. Er meinte, wir grillen mit dem Betrieb grillen bei mir zu Hause, komm bitte hin. Dann dachte ich mir so, ja, man kann gutes, also muss man ja, ne, damit man so ein gutes Miteinander hat. Ich gehe da hin, ich klinge, auf einmal ist er alleine da, niemand anders. Ich sehe, wo sind die anderen denn und so? Also ja, die haben alle abgesagt. Du willst mir sagen, dass über 40, 50 Leute abgesagt haben? Naja, dann haben wir Kindern gegrillt und dann hat er gesagt, dass ihm warm ist und dann hat der Oberkörper frei gegrillt. Dann hat er nur mit Boxershot gegrillt, dann hat er Back gegrillt. Also das ist richtig gut. Das ist richtig komisch. Er macht so Bierkorken. Es ist doch das Ding. Und das war so kalt. Scheiße, ich kann nicht, Mann, das war kalt, das war Februar. Nein, erzähl mal weiter. Auf einmal ist er nackt und sagt, bring mal mein Bier vom Kühlschrank und es ist voll kalt im Februar.
Und ich bringe ihm so ein Bier, das ist da am Zittern und so, ne? Boah, ey, das... Boah, weiter erzähl ich lieber nichts. Bier, danke, du süße Maus. Dankeschön, bam! So, aber du hast mit deinem Chef nicht gepennt, oder? Nein, nein, habe ich nicht. Halbwegs nur. Wie meinst du denn halbwegs? Ja, frag einfach nicht. Also ich erzähle dir das, wenn ich dich ein bisschen besser kenne, okay? Nee, du hast ihn eine Runde. Nein, 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 hallo, hallo, stopp. Nein, wir haben... Wir haben zwei Kissen gehabt. Was hast du denn da gemacht? Gepummelt, gebummelt? Nein! Ey, hörst du jetzt auf oder nicht? Also, hör auf damit, wir haben nichts gehabt. Nein, also, TikTok sportlich, ich distanziere mich von diesen Aussagen, alles hat er gesprochen. Ey, ich muss so dringend auf Toilette. Kann ich dir meine Nummer geben oder Snapchat? Du willst mir deine Nummer geben? Ja, wenn du Lust hast, dass wir uns kennenlernen. Ja, okay, du bist ja sehr direkt, ja. Also, Ich verstehe mich gut mit dir. Du bist ein sehr fröhlicher Mensch und das freut mich. Bier. Okay. Ich habe das Gefühl, du verarschst mich. Ich habe es auch egal. Warum soll ich dich verarschen, Alter? Was hast du aus mir gemacht? Nein, ich finde es so ein bisschen eigenartig, aber... Leute, wenn ich euch einmal zum Lachen bringen konnte, macht mal alle das Plus weg. Ich meine, du kannst ja eine Nummer geben, wahrscheinlich ist die drauf falsche Nummer, aber ist auch egal. Nein, ich kann dir, du kannst... Schreibst du mir direkt, also ich würde dir auch direkt antworten. Ja. Okay, warte, ich gebe dir meine Nummer durch. Bist du bereit oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Du kannst mir deine Nummer geben, aber auch ich glaube nicht. Wieso lachst du die ganze Zeit? Ja, okay, also 01. Mir die jetzt auch direkt schreiben, während wir telefonieren? Ja, aber von dessen Nummer ist das von deinem Vater, von deiner Mutter, deiner Freundin, von wem? Was? Ist das deine Nummer oder von wem ist die Nummer jetzt? Das ist meine Nummer. Ah, okay. Das ist meine selbstständige ich Nummer. Ich mache da. Schreiben damit, du musst anrufen. Genau, also schreib mir jetzt einfach, nein, guck mal, schreib mir jetzt einfach auf WhatsApp kurz was und dann schreibe ich dir zurück. Ja. Aha. Okay. Also das ist ein WhatsApp-Nummer, ist kein Anruf. Nein, das ist meine richtige Nummer. Du kannst mich auch anrufen auf die Nummer, wenn du willst. Okay, ich mach mal, aber hey, du musst mir deine Nummer nicht geben, wenn du das willst, okay? Was? Ich meinte, du musst mir deine Nummer nicht geben, wenn du nicht willst. Ich hab dir doch schon meine Nummer gegeben. Du hast jetzt meine die Nummer gegeben, aber ich meinte zu dir, es musste nicht sein, wenn du das alles nicht willst. Alles gut, ich will dich doch kennenlernen, Mann. Schimmer ein bisschen, was ist los mit dir? Hast du Lack gesoffen oder was? Das kann sein, dass... Nein, aber ich finde es witzig. Also mit dem muss ich den ganzen Tag lachen. Das ist doch gut, ja, dann lachen wir zusammen, Alter. Komm, ich habe noch viel mehr Stories, deswegen. Los. Ja, also ich liebe deine Geschichten. Einfach zuzuführen, deine Geschichten sind echt cool. Echt. Ja, dann musst du wissen, was so alles mein Ex-Freund gemacht hat. Es sind so solche, nein, aber deine Stories sind so wie diese typische langweilige Story von Frauen, weißt du? Die so wie in Berlin hier, die Kotschenhold, weißt du, ich meine, aber du erzählst so, weißt du, das Talent.
Danke. Bitte, bitte. Und ist deine Laune ein bisschen besser? Ja, wenn du mir schreiben würdest, dann wäre meine Laune besser. Ich warte die ganze Zeit. Du willst nicht, also schreiben. Ja, schreib. Okay, okay, ich schreibe dir. Hatte. Warum lachst du? Mann, ich finde dich so eigenartig und witzig. Oh, los jetzt. So. Ja, dann rufe ich dich an einfach. Ja, ruf den an, los. Also, um zu testen, ob das geht. Ja, ruf an, Mann, alles gut. Ich hab's nicht nötig, deine falsche Nummer zu schicken. Bist du allein? Ah, da bist du mit jemandem zusammen. Ich habe das Gefühl, ihr seid zu zweit oder so. Hm? Bist du allein? Ah, da eine Freundin ist neben dir. Ich bin alleine. Sicher? Ich bin zu 100% alleine. Du bist 100% allein. Okay. Mhm. Echt, echt. Echt eigenartige Mädchen bist du. Aber ist lustig. Er ruft jetzt an, oder bist du hin und drum irgendwie zu lachen und. Ich ruf dich an, okay. Ich ruf dich an. Ich leg jetzt auf und ruf dich an. Okay, okay. Heide. Heide, tschüss. Hi, ciao. Der will nicht anrufen. Der wird auf gar keinen Fall anrufen. Ich warte kurz eine Minute, ich muss dickste pissen, Digga. Ich hab zu viel getrunken. Warum sind Männer direkt hier im Tor? Oh, ruft wirklich unbekannt an. Hallo? Hallo? Warum hat er jetzt aufgelegt? Er ruft unbekannt an und legt auf und redet nicht. Das sind die Besten, oder? Er wollte bestimmt nochmal testen, ob es wirklich meine Nummer ist. Was sind das für Menschen, Digga? Was sind das bitte für Menschen? Hallo? Hallo? Er ruft an, legt auf. Er ruft an... Pissen, Digga. Oh, geh, Mann. Herrland, ich nehme das Handy einfach mit und geh pissen, okay? Leute, ich bin sofort gleich wieder da. Okay, ruf nochmal an. Ja, hallo? Hallo? Ja, hi. Wer ist dran? Ja, die Valeria. Hallo, wir haben doch geredet. Hey, tatsächlich? Ja. Du lügst gar nicht. Ich lüge nicht. Schreibst du, ich muss jetzt ganz kurz auf Toilette. Könntest du mir derzeit mit deiner normalen Nummer WhatsApp schreiben? Geht das? Ja, kann ich dir das schreiben, ja. Okay. Okay, dann freue ich mich. Dann telefonier mir gleich weiter, oder? Ja, oder? Oh, ja, oder? Würde okay. Ich mir sagen, ne? Ja, und du kommst, ey, sag mal, du kommst wirklich aus Berlin oder kommst du aus Köln? Was denn nun? Nochmal? Wohnst du in Köln? In Köln und in Berlin, beides. Du wohnst in Köln und Berlin? Am Wochenende bin ich in Köln. Ja, aber sowieso ist deine Heimat. Ja, aber sonst bin ich in Berlin nochmal. Und du bist halb was? Halb Türkin, halb Polen, du? Okay, interessant. So, ich bin halb Aserbaidschan. Mhm. Ja. Mhm. Und meine Mutter ist Latina. Mhm. Toll. Und woher kommst du aus Deutschland? Ich komme aus Deutschland. Ich habe dir gesagt, ich komme aus Aachen-Bereich. Hast du nicht gemerkt, mein Akzent? Holländisch. Mhm. Ja. Durchs Netherlands? Warte kurz, kannst du Niederländisch? mein bester Freund kommt von Niederländisch. Oh! Okay, ich schreibe dir. Bis gleich. Okay, bis gleich, ciao. Leute, ich muss pissen, ich piss mir gleich in die Hose. Leute, in der Zeit bitte mach mal alle das Plus weg, like den Stream, teilt es schon, kommentiert es schon, lieber, ciao. Bis gleich.
Es war mir klar, dass der Typ nicht schreiben wird. Es war mir so klar. Es war so 100% klar. So ein Bluffer einfach. So irgend so ein Typ, der wahrscheinlich mit sich selbst total... Ruf dir wieder unbekannt an. Warum schreibst du nicht? Hallo? 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 Ich hab mich da irgendwo gehört, glaube ich, dafür. Oder der ist im Stream, das kann natürlich auch sein. Okay, egal, wir rufen Baystedt an. Aber was hat dieser andere Typ nochmal geschrieben? Der hat noch nicht geschrieben, ne. Tinklinki. Einfach keine Aufmerksamkeit geben. Genauso richtig, denn der wird sich so oder so wieder melden. Chathaus 24. Willkommen im Chathaus 24. Du befindest dich im Hauptmenü von Chathaus 24. Oh. 500.000 Likes, das ist ja krass, jetzt möchte ich eine Mille sehen. Leute, auch danke für die ganzen Geschenke. Nur Liebe an euch. Chathaus 24. Willkommen im Chathaus 24. Du befindest dich im Hauptmenü von Chathaus 24. Ab sofort steht euch nur noch das Karussell unter der 2 und der Privatraum. Hallo? Hallo? Hi, wie geht's? Gut, und dir, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, dankeschön. Welche Haarfarbe hast du momentan? Braun. Braun? Ihr färbt, oder? Nee, ganz normal braun. Naturell braun. Und Augen? Augen sind blau. Blau? Mhm. Bist du aus Italien oder so? Nee. Soll das? Ich bin halb Spanierin und halb... Man hört dich total schlecht, dein Fernsehen ist laut, glaube ich. Ja, das muss so sein. Ne? Warum muss das so sein? Er hat alle seine Wichtigkeit hier. Ach so. Okay, wie alt bist du? Ich bin jung, ich bin 19. 19, das ist nicht so alt. Ne? Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Und was davon übrig geblieben ist. Ja, man hat sich. Bis denn. Hau rein, du Lutscher.